Und jetzt das Heute-Journal mit Kai Sölwe-Richter und Christian Sievers. Guten Abend. Viele hier in Deutschland trauern heute um einen, der so etwas war wie das Gedächtnis dieser Republik. Einer, der die Schaltstellen der Macht und das Herz unserer Demokratie aus allen erdenklichen Blickwinkeln kannte. Der am längsten amtierende Abgeordnete in der deutschen Parlamentsgeschichte ist tot. Er hat die Politik in diesem Jahr in den letzten 50 Jahren so geprägt wie kaum ein anderer. Und das, obwohl er weder Bundeskanzler noch Bundespräsident war. Und damit ist bereits viel gesagt über das Leben von Wolfgang Schäuble. Voller politischer Errungenschaften und voller Rückschläge. Ein Architekt der deutschen Einheit, der nur 9 Tage nach dem großartigsten Moment seines Schaffens fertig werden musste mit der Diagnose, nie wieder gehen zu können. An all das denken wir heute und werden wir heute erinnert. Wolfgang Schäuble wurde 81 Jahre alt. Der Nachruf von Andreas Künast. Er war ein Mann für die langen Strecken. 51 Jahre war Wolfgang Schäuble Mitglied des Bundestags, 54 Jahre verheiratet, 58 Jahre in der CDU. Ich bin ein treuer Mensch, das sagt sogar meine Frau. Treue ist etwas ganz Wesentliches im menschlichen Leben. Es sind Schäubles Ausdauer und seine Treue, die ihn nach oben bringen. Als Kanzleramtsminister legt er für Helmut Kohl Konflikte und Affären bei. Als Innenminister verhandelt er die deutsche Einheit. Mit der Unterzeichnung des Einigungsvertrags erklärt die DDR ihren Beitritt zum Rechtsgebiet der Bundesrepublik. Schäubles Meisterstück. Dann der 12. Oktober 1990. Nach einer Wahlkampfrede in Oppenau schießt ein psychisch kranker Mann Schäuble ins Gesicht und in den Rücken. Lange ist unklar, ob der Minister überlebt. Eine Wunde war hier, da ist ein Einstoß, der ging hier so durch, der ganze halbe Kiefer war weg. Und dann werden sie halt so mit Strohhalm, flüssiger Nahrung, ein bisschen ernährt und können sich nicht rühren und es tut alles weh. Schäuble kämpft sich zurück in sein Leben und das heißt in die Politik. Als die CDU 1998 die Bundestagswahl verliert, wird Schäuble Parteichef. Aber schon kurz danach zerstört die Spendenaffäre nicht nur den Ruf von Helmut Kohl, sondern auch eine jahrzehntelange politische Partnerschaft. Wenn ich dem Helmut Kohl mich versöhnen soll, müssen wir ja darüber ausreden, worüber wir uns versöhnen. Und es geht ungefähr eine halbe Minute, dann haben wir den größten Krach, der will ich ihm sagen, du, ich bin ja nicht mehr böse. Ja, du brauchst mir gar nicht böse sein, ich habe ja nichts gemacht. Sag ich doch. Und das hat keinen Sinn, deswegen habe ich gesagt, lass es doch. Lass es. Dass auch Schäuble einen Aktenkoffer voll Geld von Waffenhändler Karl-Heinz Schreiber angenommen hat, verschweigt er dem Parlament. Bei dieser Veranstaltung bin ich Herrn Schreiber begegnet. So, das war's. Ohne Koffer. Also vielleicht, ich habe einen Aktenkoffer vielleicht dabei gehabt. Weiß ich gar nicht. So. 2 Monate später tritt Schäuble zurück. Angela Merkel übernimmt die CDU. Aber Schäuble kommt wieder. Erst als Innen-, dann als Finanzminister. In der Euro-Krise legt sich Schäuble mit Griechenland an und mit Kanzlerin Merkel. Denn gegen den Willen seiner Chefin droht der Finanzminister Athen mit Rausschmiss aus dem Euro. Am 28. 24 Uhr ist over. Als Bundestagspräsident beschäftigt Schäuble die zunehmende Polarisierung der Republik. Seine Mahnung richtet sich an alle Parteien. Die Art, wie wir hier miteinander reden, die kann vorbildlich sein für die gesellschaftliche Debatte. Prügeln sollten wir uns hier nicht. Ich persönlich verliere mit Wolfgang Schäuble den engsten Freund und Ratgeber, den ich in der Politik jemals hatte. Vor nicht mal einem Monat fängt die Kamera noch einmal Wolfgang Schäuble ein. Da ist er 81, ganz offensichtlich guter Dinge und immer noch treu seinem Leben, der Politik. Ulrich Reitz ist Chefkorrespondent von Focus Online und er hat eine Biografie geschrieben über Wolfgang Schäuble, hat ihn lange begleitet. Herr Reitz, guten Abend. Guten Abend, Herr Sievers. Gibt es eine Begegnung, ein Erlebnis, das diesen Ausnahmepolitiker für Sie beschreibt? Also etwas, das Sie nicht vergessen werden?
Ja, in der Tat. Es war 1994 im März. Schäuble war Fraktionsvorsitzender der Union und nach New York gereist. Ich durfte mit. Und an dem Samstag hat er mich eingeladen, ihn zu begleiten ins Guggenheim-Museum. Nun muss man wissen, das Guggenheim-Museum ist so eine Schnecke. Mhm. Und da geht es dann hoch. Und Schäuble stand mit seinem Rollstuhl unten. Und plötzlich sauste er los und fuhr diese Schnecke herauf. Und ich hatte die Eingebung, dass er das nicht schaffen würde, da hochzukommen. Und also bin ich sozusagen direkt hinterhergelaufen, links davon der Bodyguard von Schäuble. Und Schäuble wurde immer langsamer. Und auf einmal blieb er mitten auf dieser Schnecke stehen. Und wir haben sozusagen in diesem Moment zugegriffen und den Rollstuhl nach oben geschoben. Das war eine schwierige, demütigende Situation für Schäuble. Als wir oben waren, hat er sich nicht umgeguckt und den ganzen Tag über diese Situation nie gesprochen und auch später nicht mehr. Er war ein harter Mann, der sich selber viel abverlangt hat und auch anderen viel abverlangt hat. Und diese demütigende Situation, die er da erlebt hat, weil er ohne eigenes Zutun diese Hürde nicht geschafft hat, die werde ich nicht vergessen. Es zeigt aber doch auch, dass er es zunächst einfach mal versuchen wollte und dass er ja immerhin auch die Hälfte oder über die Hälfte dieses Gebäudes geschafft hat, wo manche, die da hochlaufen, aus der Puste kommen. Da haben Sie auch wieder recht, Herr Sievers. Nein, Schäuble war ein Kämpfer. Er hat sich überhaupt nichts erspart. Ich meine, erinnern Sie sich an die Zeit nach dem Attentat, 9 Tage nach der staatlichen Wiedervereinigung Deutschlands, ist er mit 2 Schüssen aus der Waffe des Psychopathen Dieter Kaufmann niedergestreckt worden in der Gaststätte Bruder in Oppenau. Und seine Heilung oder seine Teilheilung hat er öffentlich zelebriert. Es waren häufig Kameras dabei. Mhm. Und er wollte diesen öffentlichen Kampf zeigen. Und er wollte zeigen, wozu er fähig war. Es war Teil seiner Therapie. Sie haben es schon angesprochen, das ist ja ein unfassbares Nebeneinander zwischen großem Erfolg und wirklich furchtbarem Schicksalsschlag, wenn man sich Schäubles Leben anguckt. Greifen wir aus den vielen Daten vielleicht noch einen anderen hervor, der erfreulicher ist. Der 20. Juni 1991, nämlich ein Tag, den ich zumindest im Zusammenhang mit Wolfgang Schäuble nicht vergessen werde. 18 Stimmen machten den Unterschied damals bei der Frage, soll Bonn oder Berlin Hauptstadt und Regierungssitz des wiedervereinigten Deutschlands werden. Den echten Unterschied macht aber Schäuble, der die Rede seines Lebens hält. Einer, der ja weder aus Berlin kam noch aus dem Rheinland. Wie viel hat denn Berlin Schäuble da zu verdanken? Alles. Deswegen hat Berlin ihn auch zum Ehrenbürger der Stadt ernannt. Bei dieser Rede war es so, dass Schäuble unvorbereitet ans Rednerpult gerollt ist und hat, wie Sie sagen, die Rede seines Lebens gehalten, die wichtigste Rede in seiner Karriere, und hat praktisch im Alleingang die Entscheidung des Parlaments zugunsten von Berlin als Bundeshauptstadt herbeigeführt. Man muss wissen, die haben da diskutiert über die Frage, wie sicher sind Arbeitsplätze, haben wir hier regionale Strukturpolitik, was wird aus Bonn und so weiter. Und da ging Schäuble ans Rednerpult und sagte, jetzt lass mal diesen ganzen Kleinkram weg. Es geht hier nicht um Arbeitsplätze, es geht hier nicht um Struktur oder Regionalpolitik, sondern es geht um die Zukunft Deutschlands. Und nach dieser Rede, die ja nur einige Minuten dauerte, nach dieser Rede haben sich alle, die für Bonn waren, auf einmal furchtbar klein gefühlt. Mhm. Und man muss wissen, es war ein halbes Jahr nach dem Attentat auf Schäuble und man hatte diesem Heroen zugeschaut, wie er genesen war. Und jetzt ist er bei dieser wichtigen Rede. Willy Brandt stand danach auf, Ehrenvorsitzender der SPD, ging zu Wolfgang Schäuble, schüttelte ihm die Hand und völlig klar war, in diesem Moment hatte Bonn die Schlacht verloren. Wenn Friedrich Merz, der CDU-Chef, heute sagt, er habe seinen engsten Freund und Ratgeber verloren, den er in der Politik je hatte, dann zeigt das natürlich einerseits, wie selten echte Freundschaft offensichtlich ist in der Politik. Es zeigt aber auch, wie sehr Wolfgang Schäuble aktuell immer noch mitspielt, oder? Schäuble hat bis zuletzt aktuell noch mitgespielt. Friedrich Merz hat in einer der letzten Fraktionssitzungen Schäuble gefragt, ob er zu dem Karlsruher Schuldenurteil eine Bemerkung machen wollte. Und es war ein typischer Schäuble, den wir dann hören konnten. Er hat nämlich gesagt, irgendwann werden wir selbst auch mal wieder regieren. Nach dem Motto, ergeht euch nicht in Triumphgefühl und freut euch nicht zu früh. Irgendwann werden euch die Folgen eurer eigenen Entscheidung, diesen Schuldenhaushalt der Bundesregierung, der Ampelregierung anzugreifen, selber einholen, wenn ihr wieder in Verantwortung seid. Ein typischer Schäuble, die hatten erwartet, dass er ihnen Anlass gibt zu jubeln, auch zu Triumphgefühlen gegenüber der Ampelregierung. Und er hat das Gegenteil getan, er hat sie ermahnt.
In drei Worten vielleicht, Herr Reitz, was wird der deutschen Politik jetzt ohne Schäuble fehlen? Der letzte große Konservative, der letzte große Wertepolitiker von bürgerlichen Werten, einer der faszinierendsten Redner, den Deutschland je besessen hat, und einer der großen Demokraten, der es geschafft hat, 14 Mal seinen Wahlkreis in Offenburg direkt zu erobern. Das ist wirklich ein absoluter Meilenstein in der Demokratie. Erlebnisse mit, Erinnerungen an Wolfgang Schäuble von Ulrich Reitz. Herr Reitz, vielen Dank für das Gespräch. Gerne, Herr Sievers. Und das haben wir aus Termingründen vor einer Dreiviertelstunde aufgezeichnet. Eine ausführliche Würdigung von Wolfgang Schäuble sendet das ZDF gleich nach uns hier heute Abend. Es bleibt jetzt erstmal weitgehend trocken. Das ist die wichtige Botschaft der Meteorologen heute, besonders für alle, die bang auf die Pegelstände schauen. Das heißt nämlich, die Hochwasserlage kann sich an einigen Flüssen entspannen. Anderswo, so etwa an der Elbe in Sachsen und Sachsen-Anhalt, bleibt sie kritisch. Stefan Kelch hat die Übersicht und beginnt in Thüringen. Das Wasser verschwindet langsam aus Windehausen. Erste Bewohner kommen am Mittag schauen, was es angerichtet hat. Trauriges Fazit von Tobias Schulze. Kann ich alles rausreißen? Ich muss alles raus. Verschwindet das Wasser, tauchen die Probleme auf. Die jüngst erneuerten Gasheizungen wieder kaputt. Hochwasserversicherungen hat kaum einer. Zu oft steht hier Wasser in den Kellern. Da kriegt man keine. Genau. Versicherung will ja versichern und verdienen. Wenn es öfter passiert, wird es das nicht mal geben. Viele Dorfbewohner sind bei der Feuerwehr. Für sie gab es kein Weihnachten. Stefan Schmidt bricht es das Herz, wenn er an seine Tochter denkt, die selbst mit im Einsatz ist. Ihre Geschenke zog er zu Hause aus dem Wasser. Ich wollte sie ja überreden, schon mein Geschenk zwischendurch auszupacken. Hat sie gesagt, nein, Papa. Erst soll alles wieder in Ordnung kommen. Und wenn es bis Ostern dauert, was gut sein kann. Denn noch gibt es hier nicht einmal Strom, mit dem man das Aufräumen beginnen könnte. Mit einem blauen Auge wird Dresden davonkommen, wenn alles bleibt wie vorhergesagt. Die Scheitelwelle rollt ab morgen früh an der Elbestadt vorbei. Bei etwas über 6 Meter, zwar imposant, aber nicht gefährlich. Mit dem Pegel 6 Meter, der dann wahrscheinlich morgen hier in Dresden erreicht wird, schalten wir dann um in den Wachdienst. Das heißt also, da wird dann über den gesamten Tag über eine Wache an den Deichen vor Ort sein, um zu schauen, dass die Deiche in Ordnung sind. Aber kein Vergleich mit den Hochwassern 2002 und 2013. Da war der Pegel bei über 9 Metern. Das ist eigentlich normal für uns. Also unter 6 Meter ist kein Problem. So schlimm wird es nicht. Wir haben vorgesorgt. Die Fluttore geschlossen, die Elbbrücken werden zur Loge überm Hochwasser. Das ist bislang keine Gefahr. Nur für den Weihnachtszirkus am Elbufer ist erstmal Schluss. Der muss sehen, dass er seine Zelte überhaupt noch abgebaut bekommt. Am Preziner Wehr bei Magdeburg sammeln sich schon heute die Schaulustigen. Obwohl es erst morgen geöffnet werden soll. Erstmals wieder seit 10 Jahren. Ich komme ja aus der Gegend, bin hier groß geworden. Eigentlich, man kennt es von damals, da war es ja regelmäßiger als jetzt. Aber es ist jetzt schon was Besonderes geworden. Unsere Hochwasserschutzanlagen werden ja besser und werden ja erneuert. Also für uns ist es weniger geworden an Gefahr, die wir spüren. Das Wehr soll Magdeburg schützen, wird aber die Felder unterhalb des Wehres überschwemmen. Auch eine Bundesstraße ist dann nicht mehr passierbar. Aber auch hier wird es wohl in ein paar Tagen heißen, mit dem Schrecken noch einmal davongekommen. So, jetzt du, Kai Sölwe, mit einem ersten Überblick über das, was heute auch noch wichtig ist. Und mit einer Zahl, die aufhorchen lässt. Die Bundesregierung hat dieses Jahr so viele Rüstungsexporte genehmigt wie noch nie. Laut Wirtschaftsministerium hatten sie einen Gesamtwert von rund 11,7 Milliarden Euro. Mehr als ein Drittel ging an die Ukraine. Auch in den arabischen Raum wurden wieder Lieferungen erlaubt, was wegen der Menschenrechtslage umstritten ist. Eigentlich wollte die Ampelkoalition die Rüstungsexporte eindämmen. Mit Russlands Angriff auf die Ukraine kam dann die Kehrtwende. Viele Patienten standen heute vor verschlossenen Türen, denn in ganz Deutschland streiken die niedergelassenen Ärzte. Damit wollen sie Druck auf die Gesundheitspolitik machen. Viele öffnen erst wieder am 2. Januar. Die Mediziner fordern ein neues Honorarsystem und den Abbau von Bürokratie. Im Januar soll es dazu einen Krisengipfel geben. Zum Ärztestreik äußert sich Gesundheitsminister Lauterbach nachher im Heute-Journal-Update.
Auch die Kliniken stehen unter Druck. Laut der Deutschen Krankenhausgesellschaft schrieben mehr als 3/4 aller Krankenhäuser dieses Jahr rote Zahlen. Knapp 40 Häuser hätten Insolvenz angemeldet. 2024 könnte sich die Zahl verdoppeln. Als Hauptgrund nannte Verbandchef Gast dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gestiegene Personalkosten und die Inflation. In Polen hat die neue Regierung angekündigt, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk formell aufzulösen und ihn dann neu zu strukturieren. Vor einer Woche hatte sie bereits die komplette Führungsriege abgesetzt, unter dem Protest von Anhängern der Vorgängerregierung. Die Nationalkonservativen hatten die Medienfreiheit immer mehr eingeschränkt und die Anstalten zu ihrem Sprachrohr gemacht. Sie sollen nun wieder unabhängig berichten können. Die New York Times hat eine Milliardenklage gegen OpenAI und Microsoft erhoben. Um deren Chatbot ChatGPT zu trainieren, hätten sie mehrere Millionen Artikel der Zeitung verwendet. Damit hätten sie massiv Urheberrechte verletzt und einen Schaden von mehreren Milliarden Dollar verursacht. OpenAI müsse die gesammelten Daten vernichten. Sollte die Klage erfolgreich sein, könnten andere Medienunternehmen folgen. Jacques Delors gilt als Architekt der modernen EU. Nun ist er im Alter von 98 Jahren gestorben. 1985 wechselte der Franzose von Paris nach Brüssel. 10 Jahre lang leitete er dort die EU-Kommission. In dieser Zeit wurde der EU-Binnenmarkt vollendet, das Schengen-Abkommen unterzeichnet und die Wirtschafts- und Währungsunion gestartet. Damit bereitete Delors auch dem Euro den Weg. Der Krieg im Nahen Osten ist alles andere als vorbei oder auch nur auf dem Weg zu einem Ende. Israel setzt seine Angriffe auf Gaza fort, insbesondere im Süden. Armeechef Herzi Halevi sagt, der Krieg werde noch viele Monate dauern. Die Situation an Israels Nordgrenze macht zunehmend große Sorgen. Dort wachsen die Spannungen zwischen Israel und der Schiitenmiliz Hisbollah. Den Hamas-Machthabern in Gaza scheint derweil, anders als den von ihnen regierten Menschen in Gaza, deren Lage katastrophal ist, weder Geld noch Ressourcen wirklich auszugehen, wie Susanna Santina aus Tel Aviv berichtet. Es war ein spektakulärer Fund. Nach Angaben der israelischen Armee wurden in einem Haus eines Hamas-Führers in Jabalia in mehreren Koffern 5 Millionen Schekel, rund 1,2 Millionen Euro, gefunden. Und mit jedem Tunnel, den die Streitkräfte in Gaza entdecken, wie diesen bislang größten, durch den Fahrzeuge über 4 Kilometer fahren können, stellt sich die Frage, wie die Hamas das alles finanzieren konnte. Weil mehrere Staaten die Terroristen seit Jahren unterstützen, sagt Nizana Dashan-Leitner. So habe die Hamas jährlich mehr als 1,5 Milliarden Dollar zur Verfügung. Fast eine halbe Milliarde kommt von Katar. Zwischen einer halben und 1 Milliarde Dollar von der palästinensischen Autonomiebehörde. Mehrere 100 Millionen Dollar stellt Iran zur Verfügung. Überraschend ist das nicht. Die zwei Hamas-Führer, Haniya und Sinwar, sind gern gesehen in Katar. Haniya lebt dort. Sie treffen sich immer wieder mit den politischen Führern des iranischen Mullah-Regimes und denen der palästinensischen Autonomiebehörde. Doch auch die israelische Regierung habe lange Zeit Fehler gemacht, sagt Udi Levi, früherer Mitarbeiter des Mossad. Man habe sogar Geldlieferungen an die Hamas zugelassen. Wir dachten damals, wir könnten mit der Hamas eine langfristige Lösung finden. Das heißt, wir lassen euch in Ruhe, wir werden euch nicht töten, aber ihr tut uns auch nichts an. Leider war das ein großer Fehler. Denn die Hamas rüstete sich derweil weiter gegen Israel auf. In Gaza geht sie zurzeit gegen ihre eigene Bevölkerung vor, beschlagnahmt immer wieder Hilfsgüter und schießt auf Menschen, weil sie aus Not Lebensmittel von den Lkw mitnehmen wollen. Nun denken Sie mal, was passiert, wenn die Welt nicht so genau hinschaut. Alle Hilfsgüter, die nach Gaza gehen, kann die Hamas an sich nehmen. Sie entscheidet, was sie braucht. So erklärt sich auch, wie die Hamas über Jahre ein gigantisches Tunnelnetz bauen konnte. Gedacht waren die Tonnen von Zement für Häuser, Krankenhäuser und Schulen. Und für die Geldüberweisungen an die Hamas ist nach Ansicht des israelischen Geheimdienstes vor allem die Türkei verantwortlich. Präsident Erdogan hatte die Hamas Freiheitskämpfer und Israel einen Terrorstaat genannt. Heute sagt er über Netanyahu, welchen Unterschied gibt es zu Hitler?
Ohne die Türkei wäre es sehr, sehr kompliziert für die Hamas, an Geld zu kommen, weil das gesamte Geld, das nach Gaza und ins Westjordanland überwiesen wird, über die Türkei läuft, über Geldwechsler und Banken. Israel will die Hamas endgültig besiegen. Solange sie von vielen Ländern weiter finanziert werde, sei das aber kaum möglich. So, jetzt hier nochmal du, Kaiserwerden. Einem Stimmungsbild aus der deutschen Wirtschaft. Die Stimmung dort hat sich dieses Jahr verdüstert. 30 von 47 Branchenverbänden bewerten ihre Lage schlechter als im Vorjahr. Das zeigt eine Umfrage des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Demnach erwartet rund die Hälfte der Verbände, dass es 2024 noch schwieriger wird. Als wichtigen Grund nannte IW-Chef Hüter die Unsicherheit wegen der Haushaltskrise. Ja, das Sparprogramm der Bundesregierung hat auch Folgen für uns Verbraucher, denn wir werden wohl bald mehr für unseren Strom bezahlen müssen. Und das trotz sinkender Preise im Großhandel. Wie passt das zusammen, Valerie Haller? Das liegt daran, dass der Bund ursprünglich einen Zuschuss zu den Entgelten für das Durchleiten von Strom geplant hatte, diesen aber aus Spargründen gestrichen hat. 5,5 Milliarden Euro waren angedacht und für die Netzbetreiber bedeutet das höhere Kosten, die sie vermutlich recht schnell an die Kunden weitergeben. Damit steigen die Netzentgelte im kommenden Jahr deutlich. Das schlägt sich in der Stromrechnung nieder. Für einen durchschnittlichen 4-Personen-Haushalt bedeutet das wohl rund 120 Euro mehr pro Jahr. Laut Netzagentur ist Strom immer noch deutlich teurer als vor Ausbruch des Ukraine-Krieges. Und daran wird sich nach Aussage der Behörde auch erstmal nichts ändern. Jedenfalls nicht so lange, solange noch große Mengen Kohle, Öl und Erdgas zur Energiegewinnung im Einsatz sind. Bleiben wir mal kurz beim Gas. Jetzt ist es ja ganz ähnlich. Trotz sinkender Preise dürften die Verbraucher unterm Strich bald mehr zahlen. Warum? Weil auch beim Gas einige Erhöhungen anstehen. Den größten Anteil dürfte die Mehrwertsteuer haben, die ab Februar von 7 wieder auf 19% angehoben wird. Außerdem erhöht sich zum Jahreswechsel der CO2-Preis. Und dann endet im kommenden Jahr noch die Energiepreisbremse für Strom und Gas. Und laut dem Vergleichsportal Check24 bedeutet das, Gas dürfte kommendes Jahr 17% teurer werden. Danke an die Börse, Valerie. 2023 war das wärmste Jahr in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Laut dem Deutschen Wetterdienst lag die Jahresmitteltemperatur bei 10,6 Grad und damit noch mal 0,1 Grad höher als in den bisherigen Rekordjahren 2018 und 2022. Auch global wurde die bisher höchste Durchschnittstemperatur gemessen. Sie lag 1,46 Grad über dem Referenzzeitraum vor der Industrialisierung. Das gab der EU-Klimawandeldienst Copernicus bekannt. Ja, vielen Tierarten macht nicht nur der Klimawandel zu schaffen, sondern auch die Umweltverschmutzung oder die Zerstörung ihrer Lebensräume. Laut dem WWF rollte auch 2023 die, Zitat, größte Aussterbewelle seit Ende der Dinosaurierzeit praktisch ungebremst über unsere Natur hinweg. Verlierer des Jahres seien unter anderem Humboldt-Pinguine, Löwen und Flussdelfine. In Brasilien seien bei Wassertemperaturen von knapp 40 Grad etliche der Tiere gestorben. Der WWF nennt aber auch positive Entwicklungen. So gäbe es erstmals seit Jahrzehnten wieder mehr Breitmaulnashörner. Und dann haben wir noch die Lottozahlen. 6, 9, 17, 33, 41, 44, Superzahl ist die 9. Weitere Gewinnzahlen finden Sie unter lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. Das hier ist der Eiffelturm in Paris. Im Bilderrätsel wäre es selbst als Einstiegsfrage viel zu einfach. Die Konstruktion war so innovativ wie umstritten. Eine abscheuliche Säule aus verschraubtem Blech, so stand es damals in der Zeitung. Der Turm stand mehrfach kurz vor dem Abriss. Heute undenkbar. Am 100. Todestag seines Schöpfers feiert Frankreich seinen Eiffelturm, Paris sein Wahrzeichen Nummer 1 in einer an Wahrzeichen nicht gerade armen Stadt. Und sie feiern Gustave Eiffel, den kühnen Konstrukteur. Aus Paris, Thomas Walde. Grobe Nieten, offene Strukturen,
Diese Bauwerke haben einen gemeinsamen Urheber. Brücken in Paris ebenso wie dieser Turm. Man kann das den Ausdruck des Filigranen nennen, des Transparenten, das ein neues Konzept und Paradigma für die Architektur bedeutet in jener Epoche. Eine Architektur des Eisens, die sehr neu war. Sein symbolisches Erbe ist durch den Eiffelturm sichtbar, aber durch sein gesamtes Werk zieht sich ein Glauben an den Fortschritt. Sein bekanntestes Werk hat Gustave Eiffel zu großen Teilen selbst finanziert zur Weltausstellung 1889. Eiffel musste es gegen Widerstände durchsetzen. Vielen Künstlern und Architekten galt der Turm, der da höher in den Himmel wuchs als alle anderen vor ihm, schlichtweg als hässlich. Die Architekten verwendeten zu jener Zeit Fassaden aus Stein mit klassischem Dekor. Die Konstruktion Eiffels 1889 im Herzen von Paris, eine Konstruktion ganz aus Eisen, schockierte darum viele. Vom ungeliebten Eisen zur meist fotografierten Sehenswürdigkeit der Welt. Bis heute spüren Besucher, dass der Eiffelturm mehr ist als eine technische Errungenschaft. Im Vergleich zu meiner Erwartung dachte ich, als ich ihn das erste Mal wirklich sah, naja, okay. Aber als ich dann die Treppen hochging, änderte sich das. All die Emotionen kamen hoch. Eiffel musste selbst nach dem Bau bangen. Zur nächsten Weltausstellung sollte der Turm abgebaut werden. Das Pariser Architekturmuseum zeigt, wie Eiffel ihm mit Experimenten das Überleben sicherte. Sehr bald installierte er auf dem Turm eine Fallvorrichtung, die es erlaubt, mit dem Luftwiderstand verschiedener Materialien zu experimentieren. Wissenschaft, die fortwirkt. Das Labor Eiffel im 16. Pariser Arrondissement. Diesen Windkanal baute Gustave Eiffel für seine Experimente. Bis heute wird er von Industriellen und Architekten genutzt. Er hat diese Tätigkeit für Frankreich entwickelt und war der Vorreiter, zumindest in Frankreich. Heute könnte man sich nicht vorstellen, keine Aerodynamik zu haben. So lebt Eiffel weiter, 100 Jahre nach seinem Tod, mit einer Arbeit, die nicht unterschied zwischen Schönheit und Nützlichem und vielleicht gerade deshalb bis heute leuchtet. Ja, allerdings aktuell nur von unten zu sehen. Ausgerechnet heute blieb der Turm nämlich zu. Die Mitarbeiter wollen Druck machen in den anstehenden Tarifverhandlungen. So viel von uns im Heute-Journal-Update. Gibt's mehr? Und zwar um 12:45 mit Nazan Göktemir. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Ja, rekordwarm wird das Jahr weltweit, wahrscheinlich das Jahr 2023 und für Deutschland auch. Und wir sehen hier den roten Balken, der alles übertrifft. Und das ist das Jahr 2023, das wärmste Jahr in Deutschland seit 1881. Ja, und viel Regen und Schnee hatten wir es in letzter Zeit. Und entsprechend ging das mit viel Wärme in den Ozeanen einher, die zu warm waren. Und weiter Regen folgt nicht ganz so viel. Es ist eine kurzfristige Beruhigung mit 35 Litern in der Spitze im Nordwesten. Aber die westliche Lage bleibt bestehen. Und so kommt neuer Regen auf. Und diese Kaltfront, die zieht im Tagesverlauf morgen südwärts. Im Nordwesten teilweise Regen, in der Nacht nach Süden ist es trocken, teilweise sternklar und eisig kalt. Bis minus 2 Grad hier, 9 Grad mild ganz im Westen Deutschlands. Ja, und morgen dann liegt die Kaltfront erst einmal in der Mitte, dann schwenkt sie nach Süden hin. Dann gibt es Regen vom Oberrhein bis ins Erzgebirge. Ganz im Südosten ist es freundlich. Dann auch nach Norden hin, meist freundlich, nur ganz im Nordwesten hier, vor allem Richtung Küste, dann einige Schauer unterwegs bei höchsten Temperaturen von 6 bis 12 Grad relativ mild. Ziemlich mild geht's weiter, auch am Freitag 7 bis 13 Grad, weiter Regen, teils aber sehr viel Wind an den Küsten. Das Wochenende inklusive Silvester dann nass und weiterhin mild. Einen schönen Abend.